Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen LS22 Video. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal um das Thema Bäume, beziehungsweise ja, wie kann ich denn eigentlich, wenn ich jetzt mal irgendwie zu viele Bäume platziert habe, wie kann ich die denn anschließend entfernen? Im Baumenü funktioniert es leider nicht, also ich kann jetzt nicht leider hier drauf gehen und die dann irgendwie abreißen oder so. Das funktioniert leider nicht und alles ausprobiert. Das geht leider nicht, schade eigentlich, ne, weil man das ja auch über das Baumenü einfach platziert, über den Punkt Dekoration. Das wäre schon cool, wenn man auch dann die Bäume so wieder entfernen könnte. Aber so ist es nun mal. Und ja, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mir beide rausgeholt. Und zwar finden wir das im Punkt Force Maschinen. Da haben wir aber dieses wunderschöne Gerät hier, Raptor. Und dann brauchen wir noch so ein paar Klamotten dazu. Da brauchen wir für den Raptor brauchen wir einmal entweder den hier, den TMC Canceller oder den Prinode M650. Damit kann ich dann, ich werde jetzt einfach mal das Ding anschmeißen und dann hier an den Baum fahren. Und ja, dann seht ihr schon, der Baum ist dann auf jeden Fall Geschichte. Wichtig ist, dass der ganz unten ist. Sonst funktioniert das nicht unbedingt, ne? Ihr habt ja gesehen, funktioniert ganz gut. Hat zwar auch ein bisschen was von der Wiese weggehäckselt, aber so ist es nun mal, ne? Das klappt trotzdem ganz gut und ja, das hat auf jeden Fall super funktioniert. Hier ist von diesem Baum auf jeden Fall nichts mehr da. Ja, wie können wir das natürlich noch machen? Oh, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir da reinrennen. Das funktioniert auch witzigerweise mit dem... Oh, haben wir es angemacht jetzt? So, jetzt haben wir es an hier. Mit der Stumpenfräse, da kann ich auch Bäume entfernen. Hier ist auch wieder wichtig, dass ich ja relativ weit unten ansetze. Sonst entferne ich die Bäume nämlich nicht vernünftig, sondern ich säge die sozusagen ab. Und ja, das ist dann auch nicht so optimal. Ich zeige euch das jetzt mal. Aber vermutlich dran fahren hier. Ja. Da gibt es auch einen mit. Genau. Das war jetzt natürlich nicht so gut, weil genau das passiert ist, was ich gesagt habe. Das heißt, wir haben hier den Baum nicht komplett entfernt, sondern einfach nur sozusagen abgesägt. Und jetzt müsste ich dann halt so drüber fahren und dann halt den Baum nochmal komplett zerhäckseln. Das mache ich mal einmal eben, fahre mal einmal drüber. So. So, jetzt ist der Baum auch weg. Das heißt, alles, was wir hier am Baum hatten, ist komplett weggehäckselt. Ja, wie gesagt, funktioniert beides. Das eine so ein bisschen besser hier mit diesem Gerät. Das funktioniert deutlich besser. Wie gesagt, das ist halt doof, dass ich das halt von halt unten nicht so unbedingt an die Bäume dran. Das heißt, ich muss dann hier, Das heißt, ich muss dann so ein bisschen das heben und ja, muss man so ein bisschen tricksen, damit das funktioniert. Leider gibt es keine andere Möglichkeit. Oder ich kann natürlich einfach die Kettensäge nehmen. Das geht natürlich auch, aber ja, wie gesagt, dann habe ich halt die Reste von dem Baum da liegen und muss dann anschließend den Baum noch entfernen. Ist ein bisschen tricky leider. Also das funktioniert halt nicht so perfekt. Schön wäre es wirklich, wenn man einfach sagen könnte, ja, ich nehme hier einfach das Baumenü, schmeiß die Bäume wieder weg, die ich nicht mehr haben möchte. Ja, und das war's dann auch. Aber wie gesagt, gibt bestimmt irgendwelche Mods dazu, aber ich wollte jetzt einfach mal durchgehen, wenn man keine Mods dabei nimmt, muss man es halt ein bisschen aufwendiger machen. Ist halt so, aber ich denke, man kriegt das auch relativ gut hin. Und ich meine, man kann ja die Bäume theoretisch vorher fällen und ja, dann lädt man die einfach schnell auf den LKW, bringt die zur Bretterproduktion zum Beispiel oder so. Und dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Na gut, dann will ich das Video auch nicht zu lang werden lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis demnächst.